So, hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt das letzte Let's Play Your Mission Video an diesem Mittwoch. Ich musste eine Mission überspringen, weil die viel zu kurz war. Die war von Tutorial für euch. Ich hoffe, du akzeptierst das. Tutorial für euch, ich hatte, glaube ich, in der 73. Mission, also von also DYM hatte ich erklärt, dass ich längere Missionen haben möchte und nicht kurze. Ich musste ja nur kurz sprinten und ja. Mehr musste ich ja eigentlich auch gar nicht mehr machen. Ich konnte auch den Marker nicht sehen und sowas und ja, war blöd gewesen. Vielleicht wusstest du es nicht, aber die Mission war viel zu kurz, hatte ich schon am Anfang gesehen auf der Karte. Da waren nur 3, 4 Checkpoints, das war's. Ja. Und deswegen kommt jetzt die Mission von The LOL Let's Plays, nennt sich Drugs Are Bad mit Skins. Die hoffentlich ich auch installiert habe und funktionieren. Ja, die Shotgun hat einen ziemlich geilen Skin. Los geht's. Drugs are bad. Drogen sind schlecht. Oh Mann, ist mir langweilig. Oh Mann. Hallo. Vasitor, komm bitte zu mir. Okay, und wohin, Ghostplane? Dumme Frage. In mein Hangar. Geh in den Hangar. Oh, ho, 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 ho. Yeah. Oh, ho, ho, ho. Oh, yeah. Gefühlsorgasmus. Oh, oh Gott. Oh, sieht so geil aus, ey. Oh mein Gott. Hallo Ghostplane. Ich bin total zugedröhnt gerade. Was ist? Das Militär hat mir mein Gras weggenommen. Hol mir es zurück. Und was bekomme ich? Ich gebe dir einen Arschfick. Nee, lass mal vielleicht später. Ja. Okay. Der Wagen wartet draußen auf dich. Wagen! Wie bist du hergekommen? Mensch. Fahr zu Area 61 und hole Ghostplane die Drogen zurück. Ja, okay. Oh. Was mir gerade so auffällt. Der Wagen hat einen Skin. SRBNS. Warte, was für ein Land ist das denn? SRB. Serbien? Kann es vielleicht sein, Serbien? NS? Serbien? Ich weiß nicht, was SRB. Ich tippe vielleicht auf Serbien. Kann vielleicht gut möglich sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal nachgucken. Okay. Hey, 69. Vasitor, ich kann mit dir über Funk reden. Okay, mach das. Okay, zuerst gehst du zum Kontrollpanel und schaltest das Tor an, aber Vorsicht! Vorsicht, das Militär ist Vorsicht, das Militär ist unterwegs! Schalt das Tor an. Ich bin gerne so der Massaker hier. Yeah, ja mit der M4. Scheiße, ich kann nicht pfeifen. Okay, waren hier nur zwei Soldaten gewesen? Not bad. Obwohl, okay, da ist keiner.
Waren da wirklich nur zwei Soldaten gewesen? Oder ist da oben jemand? Nee, ist das ein Keycard, okay. So, töte den So. Ey, du! Hast gesehen, wie ich es ge hier hingeflogen ist. Hast du gesehen, dass ich gerade den Keycard genommen habe, ne? Hast du gesehen? Du weißt, was das bedeutet, wenn du es geschehen hast, ne? Nimm die Kleidung. Ich befürchte, dass das gleich nicht mehr gehen wird. Oh, Gott sei Dank, es geht. Geht zum Tor. Oh yeah, ich bin ein Soldat, Bitch. Weil die MP hat keinen Scanner, ich hab schon gedacht. Ich bin jetzt ein Soldat. Yeah. Oh. Achtung, Achtung, es ist ein anderer unterwegs. Er trägt die Kleidung von General Poray. Hey! Scheiße, die haben meine Tarnung! Oh nein, hole das Gras! Ah, Gott, 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 Gott. Oh! Noob! Oh Gott! Bist du Gras? Oh, oh nein! So, ich wollte schon gerade sagen, die Soldaten können um jede Ecke lauern. Ah, voll Scheiße! Geheimgang! Nichts da. Ich schon mir das Gras zurück. Mit oder ohne Gewalt, obwohl Gewalt eher geeignet ist. Ist da jemand? Ah, nein! Oh, nein! Ich versuche zu gewinnen, ohne jetzt Leben oder so zu cheaten. Gott, wie viele Soldaten habe ich denn jetzt eigentlich getötet? Nur um sicher zu gehen, gehe ich jetzt mal hier mal außen rum, ne? Boah. Alter, ich habe nicht mehr so viel Leben. Oh. Na, na, na. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit dem Swagmeister hier. Nicht mit dem Stiffmeister. Ich bin hier der Stiffler. Da kann man sehen, ich bin kurz vorm Verrecken gerade. Oh, die Drogen. Geht so. Was? Nein! Oh Gott. Ja, ich schätze mal, unglücklicherweise sind jetzt mehr Soldaten gespawnt worden, seitdem ich das aufgehoben habe, oder? Ah, shit! Oder? Ich vertraue dir irgendwie nicht. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, als ob gleich noch mehr Soldaten mir an den Arsch kleben werden. Irgendwie. Okay. Keine Menschenseele hier. Okay. Ich hätte eigentlich mit mehr Soldaten gerechnet. Na dann.
Ist auch gut. Oh, mein Auto, du bist so zuverlässig. Ghost Car, Ghost Car, du bist einfach nur geil. Fahr zurück zur Ghost Plane. Okay. Oh Gott, du hast dich dupliziert. Okay. Nice. Yeah. Und jetzt einen richtig geilen Stunt. Oh nein, okay, der war nicht geil. Nein, nicht laggen. Ich hab schon gedacht, dass gleich mein GTA San Andreas abschmiert, ey. Boah, hab ich denn grad einen Schock fürs Leben bekommen. Nein, ich bin vom Checkpoint weg. Fahren. Basitur, du komm nicht in den Hangar. Komm hinter das Haus. Geh hinter die Garage. Basitur, komm. Nicht in den Hangar. Steht dahinter jemand? Ah ne, ich hab schon gedacht. Da ist ein Akten. Bist du neutral? Ja. Hey, Vasitor! Ach, Ralf! Geil! What the fuck, Ralf, was machst du denn hier? Ja, ich war Ghostplane. Was? Was? Warum? Ja, ich habe mir ein Ghostplane-Kostüm gekauft. Was? Okay, komm, lass einen rauchen gehen. Auf jeden Fall! Das Zeug haut rein! Ja, ja, das tut das. Was war das? Fast du. Wow, was ist das? Oh, ein Alien. Töte den Boss der Aliens. Wow! Oh, ein daedrischer Einhänder! Oh yeah! Mm. Ist das ein daedrischer Einhänder? Ja, oder ein Zweihänder. Also ich halte es gerade mit einer Hand. Bam! Oh Gott, ich habe zu viel gekifft! Oh Gott. Oh. Ich habe zu viel Skyrim gespielt. Oh. Gehen eure verdammte Köpfe nicht einfach mal ab! Gott! Geht doch. Ich hab zu viel Skyrim gespielt. Oh, stirb. Und jetzt du. Ich werde dich mit meinem dreidrischen Einhänder fertig machen. Wieso hilft mir Ralf nicht? Stirb, Motherfucker. Warte. Oh, okay. Da draußen waren Aliens. Warte. Oh, da draußen waren Aliens. Brainfuck over 9000. Deswegen bist du auch der LOL Let's Plays. Weil du jeden in den Gehirn fixst. Oh, wow, wow, wow. So viele hier. Ja, die Mission war geil gewesen. Lang und... Ralf ist dann vorgekommen. Joints, Gras, Ghostplane, Ghost Car Skins, Aliens, moah. Einfach nur geil gemacht. Und die Storyline einfach perfekt. Keine Fehler sind passiert, nichts. Also, ganz, sehr gut gewesen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play Yumischen wieder. Bis dann. Na.